Moin, was geht ab, Leute? Team Marvel hier. Servus. Aus dem Fontaine mit München. Mit dem neuen Game of Gold. Infinite Gold, nur für euch. Geiles Teil, geile Karten drin. Ich werde natürlich mal aufmachen und schauen, was alles drin ist. Ich kenne zwar selber noch nicht, ich kenne die besten Karten, aber selbst die kleinen kenne ich noch nicht. Also machen wir mal einfach auf. Seit Donnerstag im Fontaine München zu erhalten. Mit einem Display hier drin sind 5 Stück. Geile Verpackung. Die Karten sind in einem Teil drin. 40 Grad, also 10 Stück. Also wenn ihr ein Display kauft, 2 Mini-Packs sind drin, jeweils 3 Gold Rares und 2x Gold Secrets. Und 6 Gold Rares und nochmal 4 Gold Secrets pro Promo Box. Machen wir einfach mal da auf und schauen, was alles drin ist. So, in einer Box sind jetzt 2 Boosters drin. 2 Boosters, naja, ist wichtig, aber reicht nicht mehr vorbei. Wie viele Karten sind in einem Booster drin? Keine Ahnung, 7 Stück. Okay. Also das heißt, in einem Pack sind 10 Stück, 10 Karten drin. Schauen wir mal, was wir alles ziehen. Mein Tückische ist echt gut. Kenn ich nicht. Und Boris, naja. Okay. Teleport kann schon auch gut gebraucht für sein neues Cosmo. Also ihr seht, 3x Gold Rares und 2 Secrets. Ich glaube, hier ein Booster mal drin. Ist schon nicht schlecht. Also die Preise sind zwar alles bei jeder Karte ein bisschen gesünder, aber für die Leute, die kein Geld haben, ist es schon echt gut. Yes, da haben wir schon mal einen Finish Hawk, du brauchst noch 2. Oh mein Gott, Reasoning ist geil. Ja. Oh mein Gott, ich glaube, ich spiele doch Reasoning. Okay, Box C ist echt geil. Okay, ich kann auch was das kann und weg. So, dann haben wir einen Dogfighter. Keine Ahnung, was das kann. Dinosaurus. Fire Lake. Also wie ich es gehört habe, von einem Freund von uns, hat sich auch ein paar Displays gekauft. Das sind Ghostwalker und Destroyer und so, das sind ziemlich selten drin. Und der Sentry ist auch ziemlich selten drin. Oder Giant Ten. Ich hoffe, wir ziehen einen. Ansonsten müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Ich glaube, die Gold Series ist jetzt ein komplettes Cosmo Deck drin, außer Midcat. Und ich glaube auch komplettes BR Deck. Kein Giant Hand, keine Sentry, kein Ogre und so. Kein Nummer 38. Kamonare, ja. Keine Ahnung.
Dass der so schnell Reprint kommt, hab ich jetzt echt ein bisschen gewundert. Was ist denn das heute auch nur aufgelöst? Das war's. Wir haben eigentlich schlecht gezogen, glaube ich. Ich hätte leider noch gerne einen Giant Center dazu gezeigt, aber irgendwie haben wir leider keins gezogen. Ansonsten liked noch die FT-Seite, Partainment. Einfach um auf dem neuesten Stand zu sein bei uns. Ja, die haben auch jetzt Osterturnier angekündigt in den kommenden Wochen. Wir werden natürlich vorbeischauen, mitspielen, ein paar Sachen filmen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dahin, leidet nicht. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, leidet nicht.